Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus fern und nah, vor Ort und sicher auch über den Dingen schwebend, es hieß, dass ich in den nächsten 30 Minuten den hier versammelten Hierarchen aus Politik und Medienwelt die Leviten lesen soll. Ich weiß nun immer noch nicht, ob ich dafür der richtige Mann bin. Vor allen Dingen weiß ich das nicht, als ich neulich folgende Notiz in einer großen deutschen Tageszeitung las. Und da dachte ich so für mich, ach, so ist das. Die Notiz lautet: Die Gruppe des Münchner Filmhändler Leo Kirch übernimmt die AV Euromedia, Klammer auf, von Holzbrink Gruppe, Klammer zu, und verfügt damit jetzt über 58% am privaten Fernsehsender Sat1. Die an Sat1 ebenfalls beteiligten 139 Zeitungsverlage, Klammer auf, Gruppe APF, Klammer zu, und der Axel Springer Verlag zu dieser Übernahme. Ich zitiere: Sie bestätigen, was in der Medienbranche seit langem ein offenes Geheimnis ist. Der Verleger von Holzbrink war in seiner 15%igen Beteiligung an Sat1 zu keiner Zeit unabhängig und frei. Von Anfang an hatte er in den Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen von Sat1 seine Stimme an die Kirschgruppe gebunden und sich damit konsequent gegen die Zeitungsverlage gestellt. Damit wurde das vom Gesetzgeber gewollte Konzept eines Verlegerfernsehens verraten. Mit der jüngsten Manipulation will Leo Kirch offenbar seinem Ziel ein weiteres Stück näher kommen, die Zeitungsverlage aus Sat1 herauszudrücken. Damit werden die Medienpolitik und ihre Aufsichtsgremien desavouiert. Zitat Ende. Nun, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der richtige Einstieg hier für mich und für Sie ist. Aber da ich ja hauptberuflich ein Poet bin und nebenberuflich ein Zeitgenosse, hat mich natürlich diese Notiz sehr verstört und sehr irritiert. Sie hat mich erinnert sofort an das Chicago der 30er Jahre in Schwarz-Weiß. Und sie lässt mich sofort weiterfragen: Was ist denn das nun? Was ist denn nun heute zum Beispiel mit der sozialen Verpflichtung des Geistes geworden? Hat man heute schon Dialoge geführt, möchte ich Sie fragen. Was ja so wichtig ist, ich habe das gelesen, Dialoge seien so wichtig. Ist das denn alles klargegangen heute Morgen und heute Mittag? Denn es hat doch mal geheißen, die Arbeit an diesem Instrument Fernsehen kann nicht getan werden, nur mit Blick auf den Erfolg, sondern sie muss heute riskiert werden als soziale Verpflichtung des Geistes. Gibt's denn überhaupt genug inzwischen Kommunikationswissenschaftler? Es hieß doch mal, wir haben viele Rezepte für Alltags- und Festtagskost, aber von der Speisefolge, der Komposition der Gänge und Gerichte wissen wir erst wenig. Ja, wenn das so ist, da liegt natürlich der Hase im Ü-Wagen. Haben denn die Pädagogen, die Theologen, die Philosophen und die Juristen das alles zur Kenntnis genommen inzwischen? Nur wird es aber Zeit, denn wir stehen hier wirklich vor einer großen allgemeinen Verantwortungspflicht des ganzen Volkes und vor der Solidarität für seine Kulturgüter. Eigentlich komisch, dass der Deutsche immer vor etwas oder hinter etwas stehen muss. Aber das galt ja auch schon für den Hörfunk, soweit ich mich entsinne, soweit ich weiß. Aber wer weiß denn heute schon noch was? Dichtung und Wahrheit haben kurze Beine und lange Produktionszeiten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von der polyphonischen Krankheit gehört haben. Polyphonie, das wissen Sie ja, was das ist. Aber wie soll ich Ihnen das erklären? Vielleicht so: Sie schalten das Fernsehen ein, gelegentlich. Erstes Programm, Sie sehen verhungernde Kinder. Ein junger Arzt erklärt gerade, dass diese Kinder kein Blut mehr im Blut haben, also keine roten Blutkörperchen mehr. Sie gehen aufs zweite Programm, Sie sehen Harald Junke tanzend. Sie gehen wieder aufs erste Programm, Sie sehen verhungernde Kinder. Sie gehen wieder aufs zweite Programm, Sie sehen Harald Junke tanzen. Sie gehen wieder aufs erste Programm. Die einen schalten ab, wenn was Brutales kommt. Die anderen schalten ein, weil was Brutales kommt. Sie gehen wieder aufs zweite Programm, Sie sehen Harald Junke immer noch tanzen. Sie gehen jetzt aufs dritte Programm. Weil Sie wissen, wie die Hauptstadt von Niedersachsen heißt, bekommen Sie einen Kassettenrekorder. Denn die Deutschen... Ja, das ist doch ganz einfach. Denn die Deutschen sind ein Volk von Spielern, nicht nur von Fußballspielern, aber leider kein spielerisches Volk. Sie gehen wieder aufs erste Programm, Sie sehen verhungernde Kinder, Sie gehen wieder aufs zweite Programm, Sie gehen aufs neunte, aufs siebte, aufs zwölfte, wieder aufs zweite, dann wieder aufs dritte und so weiter. Das ist die polyphonische Krankheit. Da muss man schon ganz schön gesund sein, um diese Krankheit nicht zu bekommen. Willi, raufkommen, Gottschalk spricht.
Licht aus, man kann ja nicht sehen, verdammt nochmal. Licht aus, Ruhe. Jedes Mal rennst du gegen den Kronleuchter, Armleuchter, selber eine. Was hat er gesagt? Ich kann doch die Möbel nicht noch mit Phosphor anstreichen. Was hat er gesagt? Politiker mit A kenne ich keinen. Ich kann im Dunkeln häkeln. Hol mal die Teelhäppchen aus dem Eisschrank. Was hat er gesagt? Ach, jetzt ist mir der Käse runtergefallen. Geh mir doch nicht immer mit deiner Gabel ins Gesicht. Das ist der Dinges, den kenne ich. Der spielt jetzt auch beim Film, weil er Boxer ist. Papa, stell ab, Licht an, Licht aus. Ich will doch noch was sehen. Stell ab, Licht an. Und so weiter und so weiter. Ihr ehrenwerten Herren. Ihr ehrenwerten Herren, die ihr Geschmack und Medien verwaltet und euch so gern für die Alleinverantwortlichen haltet, wie hättet ihr es denn gern? Von montags früh bis sonntags spät gibt's nur noch Rock, gibt's nur noch Pop. Eine kurze Nachricht aus Kabul und dann folgt Rock und dann folgt Pop. Dann Mord und Folter nebenan, danach gleich Rock und Pop. Ein Telefongespräch aus Bonn, dann wieder Rock und wieder Pop. Von montags früh bis sonntags spät und alles klingt so frei, als ob. Dann ruft aus London jemand an und wieder hört man Pop und Rock. Ein Omnibus fällt in den Fluss und gleicher klingt dann Rock und Pop. Ein Interview mit einem Star, natürlich folgt dann Pop und Rock. Dann ein Bericht vom Kirchentag, danach gibt's Rock und Pop und Rock. Es folgen Wetter und die Zeit, schon hört man Pop und Rock und Pop. Und keiner fühlt sich mehr verletzt und keiner wird mehr zwangsversetzt und keiner sieht mehr dunkelrot und keiner fühlt sich mehr bedroht, denn schon gibt's wieder Rock und Pop. Von montags früh bis sonntags spät, solange der Mensch am Radio drin, alles klingt so frei, als ob denn jeder fühlt sich informiert, bekommt mit Rock und Pop und Rock, mit Disco, mit Plastikpop die ganze Welt ins Haus damit. Kein Widerspruch, kein Schreck, kein Schock, nein, alle sind zutiefst gerührt. Nur noch im Schlaf spüren sie den Tod der Fantasie. Ihr ehrenwerten Herren. Ich war stets freundlich und bescheiden, wollt immer allzu Feindliches vermeiden, hab niemanden verletzt. Wie hättet ihr es denn gerne jetzt? Genehmigt nicht nur Rock und Pop, das alles klingt so frei, als ob. Genehmigt auch den freien Geist, wenn ihr noch wisst, was Freiheit heißt. Ja, sagte neulich der junge Hörfunkredakteur Roland Müller-Remscheid zu mir. Ihr Textbeitrag, lieber Hüsch, ist ja hochinteressant. Kanzel und Kleinkunst, das hatten wir ja noch nie. Kanzel und Kleinkunst, aber es ist leider zu lang, es ist zu lang, es ist zu lang. Ja, wie lang ist er denn? Frau Bachmann, wie lang ist der neue Hüsch-Text? 9 Minuten, aber nein, das geht natürlich nicht, das ist leider zu lang. Wie lange darf er denn sein, fragte ich ja. 1,30, notfalls 1,40. Sehen Sie, sagte er, es ist doch in der Hauptsache eine Musiksendung. Ich dachte, es wäre eine Wortsendung, kulturelles Wort. Ja, schon, aber in Musik verpackt natürlich. Das Wort sozusagen gewissermaßen als Schmuggelware. Ja, ich sag, vielleicht kann man den Beitrag singen, dann wäre es ja Musik. Ja, wenn es Poesie wäre. Aber es ist ja doch Prosa und dazu noch Ihre trockene. Da geht ja der ganze Informationscharakter flöten. Ja, wenn er flöten geht, dann ist er doch schon verpackt. Nein, wären Sie doch nicht albern, mein Freund. Es ist doch alles drin, von Johannes über Zeffirelli bis zum Kirchentag. Der Text ist ausgezeichnet, gar keine Frage. Ich habe neulich mal der Putzfrau vorgelesen, sie war hingerissen. Nur es wird in ihrem Text zu viel gesprochen, mein Lieber. Es wird einfach zu viel gesprochen. Ja, sag ich, da machen sie doch nur noch Musik, ein Programm völlig ohne Wort. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wir haben ja einen Auftrag. Etwas muss schon noch gesprochen werden. Und wenn es ein Telefoninterview von 20 Sekunden ist, der Hörer soll schon ab und zu noch mal seine Muttersprache hören. So ist das nicht, nicht wahr? Nein, sie müssen ihre Texte einfach noch mal verdichten. Es tut mir leid, sie machen doch seit Jahren Kleinkunst. Sie bevorzugen doch immer die kleine Form. Und jetzt müssen sie eben noch ein bisschen kleiner werden. 1,30. Das hat aber Spannendes. Das hat aber Spannendes und was wegfällt, fällt nicht durch, das wissen Sie doch als Profi, aber 9 Minuten, da hört doch kein Mensch mehr zu. Nach 4 Minuten, wenn keine Musik kommt, ist doch der Hörer völlig überfordert. In einigen Jahren hört überhaupt kein Mensch mehr zu. Streichen Sie Ihren Text auf 1,30, 1,10 wäre noch viel besser. Dann können wir uns die An- und Absage sparen. Radio ohne Ansage ist dramaturgisch auch viel effektiver. Der Hörer soll gar nicht erst groß merken, dass jetzt ein Text kommt. Ja, sagte ich, aber von 9 Minuten auf 1,30, das ist doch kaum zu machen. Es ist zu machen, man kann alles in 1,30 machen. Nachrufe, Interviews, Predigten, Statements, es sei denn, Sie machen tatsächlich aus Ihrer Prosa regelrechte Verse, lassen die Verse ins Englische übersetzen, singen das Ganze locker flockig runter, da kann ich Ihnen natürlich 3,30 bis 4 Minuten gehen, aber so ausgeschlossen. Ja gut, sagte ich dann, da werde ich mal mein Glück als Musiker versuchen. Ja, sagt er, ja, schulen Sie rechtzeitig um, denn was da auf uns zukommt, das wünsche ich keinem Analphabeten. Jedes Wort zu viel, mein Lieber, ist viel zu gefährlich. Also kommen Sie in 2 Monaten nochmal wieder, hängen Sie einen Synthesizer um den Bauch und Sie werden der Liebling aller Autofahrer. Das Wort hat seine Schuldigkeit getan, das Wort kann gehen und bei der nächsten neuen Programmstruktur, da kann ich Ihnen vielleicht schon wieder 9 Minuten geben, aber nur als Musiker, nur als Musiker. Na gut, sagte ich, Ihr Wort in Gottes Ohr. Nein, nein, sagte er, Ihre Musik in des Hörers auf, dass allen uns ein gerüttelt Maß an Dummheit, Stupidität und Geschmacklosigkeit weit über den breiten Rücken läuft. Denn das wissen Sie doch, Musik kennt keine Grenzen. Dieser Text hat über eine Länge von 3,5 Minuten. Aber nun...
Wir sind ja, wie wir alle wissen, das Land, in dem immer was gemacht wird. Egal wo, egal wie, egal wann. Also ich kenne tatsächlich kein anderes Land, in dem immer alle so viel und vor allen Dingen so viel Neues und auch so viel anderes machen wie bei uns. Wenn man noch fragt, was machst du, prompt kommt die Antwort, ich mache gerade ein Buch. Ich mache gerade einen Film. Ich mache gerade ein Feature. Wir machen zurzeit eine Dokumentation über den Menschen. Wir machen im Herbst eine Tournee. Ich mache in Recklinghausen Macbeth. Ich mache jetzt mit Peter Pinn zusammen mein Kindertheater. Wir machen gerade aus einem Bauernkrieg ein kritisches Singspiel. Wir machen gerade eine Aufarbeitung historischer Ungereimtheiten. Ich mache Kabarett, er macht ein Fernsehspiel. Ein Maskenbildner macht gerade den Faust im Freien. Sie macht eine Ausstellung. Andere machen zusammen ein Kinderstück. Sie machen jetzt etwas ganz anderes. Wir wollen mal was ganz anderes machen. Regisseure rufen immer, wir machen was zusammen, wir machen was zusammen. Ja, ich rufe sie an. Oder sie wissen, wie man es macht. Oder wie man es nicht machen darf. Also ich hätte es völlig anders gemacht. Ich hätte es ganz anders gemacht. Es war nicht schlecht gemacht, aber das muss man völlig anders machen. Als ich vor Jahren beim Fernsehen anfangen durfte, da wurden ja noch Experimente gemacht, da musste ich die erste Zeile eines Refrains in die Kamera 1 singen, die zweite Zeile in die Kamera 4, die dritte Zeile in die Kamera 2 und die vierte Zeile in die Kamera 3. Das waren noch Zeiten, in denen man dachte, je mehr Schnitte, desto lebendiger wird das menschliche Gesicht. Pustekuchen. Aber es wurde halt gemacht, weil man ja in die Tiefe gehen wollte. Weil man alles ausloten wollte, was eben mit dem Auge auszuloten ist, meine Herrschaft, mit dem Ohr natürlich auch, klar, nicht wahr? Später haben wir dann natürlich längere Einstellungen gemacht, um an das Bild des Menschen besser ranzukommen, obwohl man hat es eigentlich bis heute, muss ich sagen, auch wenn man die Kamera auf den Kopf stellt, nicht wahr, noch nicht ganz in den Griff bekommen. Aber wir machen das schon noch, wir machen das schon noch. Und wenn wir es manipulieren müssen, das Bild vom Menschen, ja, wer hat es denn nicht von uns? Ich frage Sie ehrlich, wer hat nicht in sich das Bild vom Menschen? Wer trägt es nicht ständig mit sich? Und mit anderen herum. Wer stellt es nicht täglich vor sich auf den Schreibtisch, auf den Nachttisch, auf den Küchentisch und sagt, das ist es, das Bild vom Menschen, das müssen wir haben. Und wer kennt es nicht? Jeder von uns kennt es, das Bild vom Menschen. Den Knaben, fangen wir mal ganz klein an, den Knaben, Klammer auf, junge Bub, der Kleine, das Kind im Spielalter, das spielt, Klammer zu. Das Mädchen, Klammer auf, Mädel, die Kleine, das Kind im schulpflichtigen Alter, das Schulkind, Klammer zu. Die Mutter, Mutti, Mama, Mama, Mami, Frau, Ehefrau, Gattin, Gemahlin, Hausfrau, das Weib, bisweilen scherzhaft die Alte, Klammer zu. Der Vater, Klammer auf, Vati, Papa, Papa, Mann, Ehemann, Gatte, Gemahl, bisweilen scherzhaft der Alte, Klammer zu. Die Jungfrau, Jungfer, etwas jünger, der Backfisch, das Dirndl, der Jüngling und der Bursche, das Paar, das Liebespaar, die Verlobten, Verliebten, Heiratslustigen, sodann der Großvater, der Erwachsene, der Verwachsene, der Bucklige, der Ausgewachsene, der Gelähmte, der Invalide, der Blinde, der Taube, der Greis, unter anderem dann der Fettleibige, mit Bauch oder Wanst genannt, andererseits das Kind mit dem Wasserkopf, der Betrunkene, der Mann, der einen Rausch hat, der Mensch, der sich der Trunksucht ergeben hat. Es folgen dann die Schwerhörigen, die Lilliputaner, ganz zu schweigen von den Nasenformen, den Lippen, der Haartracht, den X-Beinen, den Plattfüßen und den Händen. Denken wir mal an die vielen Mutterflecken, Leberflecken oder Laubflecken, wie die Schweizer sagen, an die Sommersprossen. Wer kennt es nicht? Das Bild vom Menschen. Alle wissen davon zu berichten, stundenlang. Diskutieren tagelang, nächtelang, auf dem Papier, auf dem Marktplatz, auf dem Bildschirm, im Hörsaal, im Parlament, zum Beispiel von der großen Aufgabe, die es mit dem Bild vom Menschen auf sich habe. Alle laufen wir herum, Tag ein, Tag aus, immer das Bild vom Menschen vor uns, um uns, auf uns, hinter uns, alles wetteifert um das Bild, alles klagt über das Bild, beschimpft und bekriegt sich wegen des Bildes. Es ist ja überall ausgestellt, das Bild. Jeder kann es besichtigen, alle können mit Fingern drauf zeigen. Ja, so sieht es aus, so sieht er aus, so siehst du aus, würde ich sagen. Ja, aber so ganz einfach ist es nun wieder nicht, denn wenn man denkt, man hat es, das Bild, futsch ist es, komisch, nicht wahr? Wir haben es doch eben noch gehabt, wir haben doch alle deutlich gesehen oder wenigstens zwischen den Zeilen, zu dumm, wie bekommen wir jetzt ein neues Bild? Vielleicht auf dem ersten, vielleicht auf dem zweiten, vielleicht auf dem dritten Bildungsweg und so weiter. Vielleicht hat der Bildungspolitiker noch zufällig ein Bild in der Brieftasche. Ein Königreich für ein Bild, wir müssen doch ein Bild vom Menschen haben. Die Zeitung haben wir ja schon, aber kein Bild vom Menschen. Ach, mit dem Bild ist das immer so eine dumme Sache. Man hat es oder man hat es nicht. Man weiß es oder man weiß es nicht. Und wenn man es hat, wird alles wieder gleich unscharf. Und dann kommt auch noch die Bürokratie und alles wird fantasielos. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, ich bin manchmal in letzter Zeit ein bisschen, da ja in unseren Breiten ziemlich viel drunter und drüber geht, bin ich etwas durcheinander. Ich habe an Sie eine Frage zu richten, die für mich sehr wichtig ist, existenziell auch sehr wichtig. Sagen Sie mir doch bitte, was kommt denn nun eigentlich wirklich, Sie werden das vielleicht heute schon besprochen oder reflektiert haben oder überlegt haben, was kommt denn eigentlich wirklich zuerst, die Kunst oder der Mensch? Oder der Mensch und dann die Kunst?
Ich meine, wie bitte? Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Ach ja, richtig. Also, das hatte ich ganz vergessen. Also, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral und dann die Kunst. Und dann, nein, entschuldigen Sie vielmals, das ist ja ganz anders. Am Anfang, eigentlich ist doch zuerst, kommt das zuerst das Wort kommt zuerst am Anfang. Heißt es doch schon in der Bibel, zuerst kommt das Wort, dann kommt der Glaube und dann kommt die Hoffnung. Wie oberflächlich man doch ist, nicht wahr? Also nochmal, zuerst kommt das Wort, dann kommt das Fressen. Nein, halt, nicht das Fressen. Nach dem Wort kommt der Glaube und dann die Hoffnung und dann ist das Fressen. Danke. Das Fressen und dann die Moral und dann die Kunst. Eigentlich kommt ja zuerst der Frieden, fällt mir gerade ein. Der Weltfrieden, natürlich der Weltfrieden. Zuerst kommt der Weltfrieden und dann der Frieden und dann kommt der Welthandel. Selbstverständlich dürfen wir die Einzelhändler nicht verbittern, um Gottes Willen, nicht wahr? Aber zuerst kommt der Einzelhandel, dann kommt der Welthandel, dann das Wort und dann die Hoffnung. Verzeihen Sie, zuerst kommt eigentlich die Gesundheit. Die Gesundheit kommt dann erst und dann der Wald und dann die Atmung. Das Auto habe ich ganz vergessen. Natürlich das Auto, also nochmal, zuerst kommt die Gesundheit, dann der Wald, dann die Atmung, dann das Auto, dann der Einzelhandel, dann das Geld. Das Geld haben wir völlig übersehen. Zuerst kommt natürlich das Geld. Nein, zuerst kommt die Gesundheit. Nein, zuerst kommt das Geld. Also bitte, zuerst kommt das Geld, dann die Gewerkschaft, dann die freie Marktwirtschaft, dann die Weltwirtschaft und dann der Welthandel, dann die Zellteilung und dann die Selbst... Nein, erst die Zellteilung. Und dann die Selbstverwirklichung. Erst kommt die Zellteilung und dann diese, also gut, bitte. Zuerst kommt die Zellteilung, nicht wahr? Und dann? Zuerst kommt die Zellteilung, dann kommt das Geld und dann der Welthandel, dann die Weltwirtschaft, dann die freie Marktwirtschaft, dann der Einzelhandel, dann der Weltfrieden, dann der Frieden, dann die Gesundheit, dann die Selbstverwirklichung, dann das Auto, dann die Gewerkschaft, dann das Fressen, dann der Wald und dann die Atmung, dann der Glaube und dann die Hoffnung und dann die Moral und dann das Wort und dann die Kunst. Jetzt haben wir es doch endlich, Herrgott, nochmal. Ja, aber... Und was kommt zuletzt? Dumme Frage natürlich, der Mensch ist doch ganz klar. Es ist nicht alles Geist, was glänzt. Der Mensch braucht seine Tänze. Doch halb Diluvium gespenst, flicht er der Zukunft Grenze. Es ist nicht alles Geist, was brennt. Der Mensch braucht auch Genüsse. Er sagt zwar, dass sein Temperament sich so beruhigen müsse. Silur, Devon, Carbon und Perm, Gönz, Mendel, Ress und Zwirn. Die Eiszeit sitzt im Gedärm, das Altertum im Hirn. Das Auge sitzt doch immer da, wo früher auch das Auge war. Der Mund steht meistens offen für Trauben und Gebratenes und allerlei Missratenes. Die Ohren sind gespitzt, ob nicht in Nachbarsgarten ein alter Affe sitzt. Doch Gott sei Dank, es ist ja nur der Dr. Pytek Anthropus. Der schneidet seine Hecke mit einer Riesenschere. Jetzt grinst er um die Ecke, als ob er böse wäre, der liebe Nachbar. Er hat nun Handschuhe an, damit er besser handeln kann. Er spielt Klavier, ist Kavalier, ist Diplomat, er dient dem Staat mit Rat und Tat. Geht zum Friseur, sieht fern, er weiß, was sich gehört. Doch wenn ihn sein Archaikum... Sein Urerlebnis stört, zieht's ihn zurück zu alten Schädelstätten, zu Trias, Jura, Kreidebetten. Als Roboter, Prähominin, sieht man ihn aufgelöst mit abgeschliffenen Zähnen durch kultivierte Lande ziehen, mit offenem Mund für Trauben und Gebratenes und allerlei Missratenes. Mit einem Bein noch im Tertiär, den Kopf schon auf dem Mond, das Fleisch, das flattert hin und her, die Seele noch in Höhlen wohnt, die Höhlen stilvoll aufgebaut, viel Büsten und Altäre, viel Götzendienst und kranke Haut, Embryonalmisere, Silur, Devon, Carbon und Perm, Gönz, Mendel, Ress und Zwirn. Warum denn so viel Waffenlärm? Warum denn so viel Stirn? Die Eiszeit sitzt uns im Gedärm, die Zukunft im Gehirn. Ich danke Ihnen. Bis zum Beginn des nächsten Programms bleibt noch etwas Zeit. Passend zum Anlass Medienforum Nordrhein-Westfalen. Wenn du endlich mal aufhörst, hier rumzuspinnen. Ich hätte heute Abend Zeit.